Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder vom Hof Jansen auf der Westerrade. Ja, ihr seht, ich packe gerade meine 7 Sachen zusammen. Und wir müssen uns wieder hier durch das Wohngebiet schlängeln. Ich habe das jetzt ohne euch gemacht. Ne, wir hatten es, glaube ich, erst vor 2 Folgen. Dann dachte ich mir so, nee, brauchst du nicht zweimal mitnehmen, die Leute. Die Leute, das interessiert die wahrscheinlich eh dann nimmer. Heute steht neue Sachen auf dem Programm. Denn ich glaube, wir werden direkt mal noch Gülle ausbringen. Auch wenn das Sven mich jetzt gleich schimpfen wird. Aber ich habe, er hat mir eine Liste zukommen lassen. Und ich weiß nicht, ob im September überhaupt noch Gülle gefahren werden darf. Deswegen nagel mich dann noch nicht drauf fest, bitte. Allgemein, ich habe es ja schon ein paar Mal wiederholt, ich möchte unbedingt mir einen Ablaufplan machen. Ihr müsst euch das so vorstellen, da kriegt jede Fruchtart seine Abfolge. Was muss ich wie, wann tun? Zumindest mal so ein bisschen pauschalisiert, ne? Dass wir da nicht immer die Fehler machen. Und da müssen dann solche Zweige weggehen. Das muss in dem und dem Zeitraum passieren, ansonsten hast du da ein Problem und so weiter und so fort. Und daraus folgt dann für mich persönlich ein Arbeitsplan, wo ich weiß, okay, bei der Videoaufnahme muss ich das und das machen und das beachten. Dann kriegen wir da, glaube ich, nochmal einen Schritt mehr Realismus rein. Das soll dann über einen extra Discord passieren, den habt ihr ja schon öfters in meinem Video gesehen. Und ich gehe mal davon aus, der wird dann in Richtung LS25 verfügbar sein. Denn das dauert natürlich, ich muss die Informationen sammeln und das Wichtige momentan, ich brauche auch mal Zeit dazu. So, staut wieder alles kreuz und quer. So, dale. Dann gehen wir. Opa, da. Ach, da war ich nur unterwegs. So. Dann gehen wir mit dem Güllefass los und an der Stelle, Fapsel, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich tatsächlich nicht vergessen. Komme ich hier durch? Jetzt bin ich mir nämlich gar nicht sicher, ob das Güllefass vom Fapsel ist, wo ich hier mit reingenommen habe oder nicht. Also die Pausen, wo ich momentan durch das Vorproduzieren habe, das tut mir nicht gut. Da vergesse ich immer noch mehr und noch mehr. So. Hier können wir auffüllen, glaube ich. Genau. Das war noch die Thematik. Das dauert noch ein bisschen. Ich hatte mir da hinten den Güllekauf markiert, bis mir wieder aufgefallen ist. Nee, wir haben sie ja. Wir haben doch. Ich habe immer ganz so ein bisschen den Hof noch dabei. Meinen Thumbnails. Vielleicht so. Heute mal nur das Arbeitsgerät. So, das müsste, glaube ich, voll sein. Jo. So, dale. Ich glaube, das ist nicht das vom Fapsel, weil der hat mir das geschickt mit Manual System, aber auf die Schnelle komme ich jetzt auch nicht dazu. Ich bin so ein bisschen in der Notlage. Ich muss halt aufnehmen. An einem heutigen Samstag auf die Schnelle sozusagen. Da zählt jede Minute. Ne? Oben klopfen die Kinder, die wollen den Papa auch sehen am Wochenende, obwohl sie, ganz ehrlich, die Woche komplett einen Papa hatten. Na, das ist ja mein Job mittlerweile, dass ich derjenige zu Hause bin. Wir haben halt ein paar schöne Ausflüge gemacht. Ne? Schwimmbad ganz extrem, bei der Hitze sowieso. Und dann kann der Papa auch mal kurz 2 Stunden Zeit haben zum Zocken. Wisst doch. Auch der Papa ist ein Spielkind. Gut, ich würde auf jeden Fall, das können wir ja mal unterwegs schon mal machen, die automatische Ausbringmenge nun deaktivieren. Auch hier müssen wir uns nochmal so ein bisschen rantasten an das Ganze, ein bisschen fortbilden. By the way, ich bin hier immer noch auf der Preview-Version unterwegs, ne? Weil ich habe einen Kommentar gelesen, dass es hier und da anders aussieht, gerade in Richtung PDA zum Beispiel. Ich bin da in der Preview unterwegs.
Ihr spielt die Release-Version, ich habe die Preview noch. Ja, ich werde das Ding jetzt durchziehen. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie Lust, nochmal neu anzufangen. Und bisher ist es spielbar. Ne? Also ich mag noch nichts bis dato, dass es da irgendwie Problemchen gibt. So, wir haben September, 14.30 Uhr, habe ich gerade vorhin gemerkt, so, hoppala, plötzlich ist so ein bisschen duster geworden. Das liegt wohl wahrscheinlich an dem Relight, ne? Das ist halt extremer. Tagsüber ist extrem hell und dann merkst du halt direkt den Unterschied, wenn es dann retro geht. Hätte auch hier noch eine Einfahrt machen können, ne? Das wäre halt auch geschickt. Weil der Berg, der macht uns schon so ein bisschen Problemchen ab und zu mal. Ich meine, jetzt haben wir ein ordentliches Gerät unterm Arsch, aber es kann auch mal anders sein, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben. So, hier gleich mal schönes Gestänge abreißen an den Bäumen. Herrlich! Da läuft der Lachs wieder hier. So, da fällt mir der nächste Kommentar ein. Einer von euch hat mir mal geschrieben, ich glaube, man muss zu Gewässer, egal ob jetzt Fluss, Teich oder ähnliches, 3 Meter Abstand halten. Ist das richtig? Also ich kann mir schon vorstellen, wegen der Verschmutzung, aber reichen denn da 3 Meter? Über das Grundwasser sickert das Ganze doch bestimmt auch rein, oder? Aber das bedeutet ja für mich in meinem Fall, ich darf ja eigentlich hier vorne nicht wirklich Gülle ausbringen. So, über K und M machen wir mal 60 Kilogramm pro Hektar. Seht ihr, da kannst du gerade mal eine Arbeitsbreite durchschnüffeln und dann ist aber auch schon Schicht im Schacht. Wahrscheinlich sind wir trotzdem noch zu nah dran. Naja, gucken wir mal. Also da dürft ihr mir gerne nochmal, gerade auch solche Informationen, finde ich, gehören in so einen Discord rein, wo es Richtung Realismus geht. So, wir machen den Tempomat an. Machen wir mal 10. Machen wir mal 8 km/h. Ich wollte gerade sagen, dass wir hier nicht direkt am Zaun hängen bleiben. Machen wir mal lieber ein bisschen langsamer. Ich glaube, wir könnten auch noch Allrad dazu nehmen, ne? Ich hasse die Zäune. Aber ich pack die halt auch immer hin, ne? Komm schon, Baby. Lass los. So. Dann nehmen wir Steuerung C, war das richtig? Und dann habt ihr mir gesagt, muss es, glaube ich, in der Mitte grün sein, ne? So, Spiegel am Zaun, reicht es schon? Es ist noch immer noch zu nahe, ne? Das ist unfassbar. Also man merkt auf jeden Fall, finde ich, den Gap zwischen Ellerbach und jetzt Westerrade von der Arbeitsbreite her. Wir haben uns wirklich auf die 9 Meter schon richtig gut eingestimmt. Dass wir jetzt aber hier breiter unterwegs sind, macht mir doch das ein oder andere Problemchen noch. In Real hätten wir uns das Gestänge schon 2-3 Mal niedergerissen.
muss fast schon eher Außenkante Spiegel. Ja, das kommt schon besser hin. Außenkante Spiegel am Zaun. Dann läuft der Lachs. Dann würde ich jetzt einfach sagen, den vorderen Bereich lassen wir mal anhand der Gesetzesgrundlage aus. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr da damit d'accord geht. Aber ich denke, wir müssen trotzdem nochmal fahren. Es hilft nichts. Es reicht nicht ganz. Hier ist der Stickstoffwert schon miserabel. Wir werden zweimal ausbringen. Im Frühjahr werden wir nochmal machen. Boah, ich hasse es ja, ne? Wegen so einem kleinen Bräckele nochmal losfahren zu müssen. Das wird nicht reichen. Die 1000 Liter reichen nicht ganz. Heute müsste, glaube ich, Samstag sein. Oh, guck mal, wie wir es hier aufgerissen haben. Meine Güte. Der Yogi ist der Erste, wo auf einer Wiese Fahrgas macht. So, dann können wir schon zusammenpacken. Oh, da müssen wir reparieren im Frühjahr. Eieieiei. Hat das Allrad jetzt wirklich mehr gebracht? Bin mir nicht sicher. Samstag, ja, das Games kommt fast schon wieder zu Ende. Ne? Heute nochmal, wer es nicht kennt, Samstag ist meistens hinter Halle 8 Community-Treffen unter der Brücke. Da kommt so der eine oder andere YouTube-Star kommt da dazu und dann trifft sich da die Community. Letztes Jahr leider negativ aufgeschlagen, wörtlich und im übertragenen Sinne. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr dann noch genehmigt ist oder was sie da tun. Das ist ja hinten bei der Red Bull Area, da unter der Brücke. Bin ich mal gespannt. Und Sonntag ist meistens, also für mich ist Sonntag meistens Heimreise, weil da ist nicht mehr ganz so viel los. Schwung mit, ab nach oben. Ich bin ja schließlich 5 Stunden unterwegs. Meistens muss ich ja so auschecken, so bis 10 Uhr plus 5 Stunden, wisst ihr, dann bist du ja auch nachmittags zu Hause. Dann reicht es auch. Dann kannst du noch ein bisschen mit den Kindern verbringen, ins Bett bringen und dann ist Schicht im Schacht. Und dann ist eigentlich der August rum. September, Oktober, 2 Monate noch, dann wird es spannend. Ich glaube nämlich, nach Gamescom wird es spannend, auch in Richtung Factsheets, was noch auf uns zukommt. Da müssen sie ordentlich rausballern. 400 Fahrzeuge? Ne? Ich glaube irgendwie so. 400 Fahrzeuge. Das muss auch erstmal präsentiert werden, jeden Freitag. Ich glaube, das wird dann eine trockene Zeit. Dieses Gefühl habe ich jedes Mal. Egal, ob nach einer FarmCon oder nach einer Gamescom, da sackst du in so ein Loch ab. Weil ich das dermaßen flasht und dann würdest du gerne auf diesem Adrenalin-Niveau bleiben wollen, aber dann kommt meistens nichts. Wenn du Glück hast, kommt noch vielleicht Call of Duty Beta. Ich glaube, die kommt da danach. Die Beta-Woche für Vorbesteller. Dann kannst du da nochmal so ein bisschen reinhasseln, aber ansonsten hast du ja nichts mehr. Da ist nichts mehr. Dann eigentlich nur noch Release. Und dann lange, lange wieder warten. Ich bin ja gespannt, war nicht letztes Jahr Dezember die Ankündigung von der FarmCon? Mal gucken, wo es da dann wieder hingeht. So. Also es geht sozusagen aktuell Schlag auf Schlag. Vielleicht kommt bis dahin schon irgendwie Terra Life oder Holzer in die Richtung. Das wäre ja auch noch so ein Projekt, wo ich machen wollen würde. Das würde ich aber vermutlich irgendwie in einem Multiplayer-Livestream-Projekt machen wollen. Weil ich glaube, mit Terra Life, da müssen wir uns gemeinsam irgendwie reinarbeiten. Ach, guck mal an, der Mist funktioniert auch schon mal da drüben. Herrlich. Es läuft, Freunde, es läuft.
Auch hier kommen wir gut voran mit den ein oder anderen Problemchen, aber es wird auf jeden Fall. So, für mich heißt es nochmal los, nochmal Gülle ausbringen. Und für euch heißt es gerne jetzt noch unten ein Abo reindrücken auf die 27.000 und ein Like auf das Video. Und dann sehen wir uns morgen wieder am Sonntag mit einer Hofi Jansen Folge. In dem Sinn wünsche ich euch was. Bleibt da ständig, macht's gut und ciao.